Lieben, euer Girl, Sirio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Days. Weiter jetzt, wir haben durch Damek so einen Schatz, wo eine alte Mission gefunden haben, haben wir durch ihn jetzt noch eine weitere Mission freigeschaltet. Und im letzten Part hatten wir wirklich richtig klassisch Arena des Olymps und hat sich Xig bei uns auch for whatever reason in den Weg gestellt. Gegen uns kämpft, als wolle er uns testen. Alles ein bisschen merkwürdig. Ich werde das Keyblade übrigens behalten, weil es wohl doch super gut ist. Naja. Roxas, aufgrund deiner hervorragenden Leistung statte ich dich mit einem neuen Rang aus. Die Herzlosen werden immer stärker. Nimm das nur für den Fall. Wah. Installiere eine Endlimit-Tafel, um die wahre Macht des Limit-Racks zu entfesseln. So fällt die weiße Linie in der LP und sei zurück. Die Dauer verlängert sich. Das klingt geil. Rang des Experten erreicht, ja. Das kann sich langsam sehen lassen. Schau, guck mal, ja. Endlimit. Und es verbraucht nur einen Slot. Wow. Das war stark. Sehr stark sogar. Ich habe einfach Feuker reingeklatscht. Blitzstrahl können wir mal ausprobieren. Ja. Das ist nett. Okay. Zeig, was hast du für eine Mission? Sag es mir. Hier ist deine neue Mission. Brich auf, sobald du bereit bist. Oh nein, besiege einen Trägergeist. Willst du mich verarschen? Das ist das, was ich denke. Wir machen erstmal das. Besiege Smaragd-Serenade. Nimmerland ist seltener Herzlose aufgetaucht. Smaragd-Serenade. Finde und besiege ihn mit Axel zusammen. So versuchen wir, das Smaragd-Serenade mitzuhalten, des Vergebens. Locke sie, wenn nötig, in den Hinterhalt. Warte auf deine Chance. Oh nee, es ist voll blöd. Ich glaube, das ist richtig doof, die Mission. Weil ich meine, mich daran zu erinnern, im Alice im Wunderland gab es auch so einen superschnellen Gegner. Aber das ist jetzt hier, okay. Warum liegt da ein Eid? Ach so, das bist du. Ja, die können wir gleich auch noch versuchen zu finden. Und du haust jetzt nur ab, oder was willst du mir erzählen? Die haut nur ab. Oh, ist das wieder nervig gemacht. Zwei Truhen gibt's hier. Hält jetzt nicht so viel aus, I guess. Oh Gott, Feuer trifft auch gefühlt nie. Na gut, schon mal was mit Feuer. Haben wir auf den Schnellcommand. Bams, du bam. Gott, was macht ihr denn da für Topspins? Sind hier nicht auf dem Jahrmarkt. Ah, viel Schaden macht das jetzt auch nicht. Ist jetzt auch nicht der Burner, ne? Ah, oh, was ist das für ein Scheiß? Wisst ihr, die greift ja nicht mal an. Ist einfach nur zu abfacken von den Spielern und Spielerinnen. Was ist das für ein Mist? Das ist so schrecklich. Das ist halt wieder Kingdom Hearts Days in Nutshell. Einfach nur reine Abfuck. Ja, und die gab's mal ich in Alice im Wunderland auch nur fünfmal so schnell. Ja, wie locke sie in einen Hinterhalt? Wie soll ich den Hinterhalt locken? Triffst du halt nicht. Triffst du halt nicht. Triffst du halt nicht, Leute. Was ist das? Wie ist das gedacht? Ich will das nicht. Oh Gott, Leute. Was ein Müll. Auch zum Zuschauen. Kann das ja nicht lustig sein. Oh Mann, ich will das nicht. Boah, ist das schlecht gemacht. Ey, come on, bruh. Ich kriege jetzt die anderen. Noch mehr Spaß. Ja, ich kenne jetzt die anderen. Ja, türkiser Arsch. Werden die halt gekillt. Die sterben wenigstens. Ne? Die sterben wenigstens. Kleine Scheißteil. Weiß viel zu langsam. Weiß nicht, ob man später noch schneller gleiten kann. Das ist viel zu langsam. Man trifft sie halt nur einmal und wir machen so wenig Damage. Ey, ist das schlecht gemacht. Jesus Christ. Pff.
Das kann doch niemand gut finden, Charles. Ja, okay. Vielleicht in Brand setzen und dann kann man den erwischen. Und den wo einfrieren kann, vielleicht für Eis auch gut gewesen. Trotzdem, es ist nicht gut gemacht. Egal wie man es richtet, es ist nicht gut gemacht. Selbst wenn man es mit Magie irgendwie deichseln kann, das ist zum Kotzen. Absolut frustrierende Bullshit. Guckt euch das an. Wird doch immer schneller. Wird immer schneller, scheiße Herzlose. Wie soll man den Hinterhalt stellen? Hier, oh, Surprise. Dann sind wir trotzdem zu langsam. Yay. Darauf hat die Welt gewartet. Das ist ja wieder ein fantastisches Gameplay hier. Keine Feuermagie mehr. Das heißt, es darf jetzt der Rest so machen. Yay, nur 20 Treffer. Ein Treffer in eine Minute. Boah, liebst würde ich euch das rausschneiden, weil das... Was ist das? Ich will, das Spiel ist so scheiße. Boah, ganz ehrlich, wenn ich sage, Kingdom Hearts Day ist ein gutes Spiel. Kommt schon, Leute. Ihr wisst gar nicht, was gute Spiele sind. Das ist so scheiße, das Spiel. Oh Gott, ist das ein grausames Spiel, wirklich. Trifft aber auch nicht, ja. War mir schon klar, dass es nicht trifft. Das war mir auch klar, dass es nicht trifft. Ja, ne? Habt ihr Spaß? Ist das ein toller Part? Gebt dem Part bitte ein Dislike. Und Nomura, schreibt ihr bitte eine E-Mail, dass er sich sonst wohin ficken kann, ey. Roxy schlägt so wie eine alte Großmutter im Altersheim. Wie soll man damit treffen? Ich wünschte, ich wäre fast tot. Weil dann hätten wir wenigstens einen Desperation Move. Soll man sich schlagen lassen von der anderen? Guck mal, wie schnell der ist. Jesus Christ. Lass mich jetzt zerstören von der anderen. Nee, die machen zu wenig Schaden. Aber warum kommen die da sonst? Gott, ist das eine scheiß Mission. Schlechteste Mission im gesamten Spiel, wisst ihr. Die würde ich lieber wieder Agrabha machen. Ja, und das gibt's, meine ich, im Wunderland auch. Nur, dass er dann noch schneller ist. Und das, da habe ich, glaube ich, damals eine ganze Stunde für gebraucht, bis er tot war. Das macht Spaß, oder? Macht das nicht Spaß? Ich weiß echt nicht, wie man den kriegen soll. Cool. Wenn Roxas so angreift, willst du den erwischen? Jetzt mal ernsthaft. Imagine, er würde es jetzt auch noch heilen. Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen. Axel trifft nicht. Ich treffe nicht. Das ist auch viel zu schnell. Er verarscht einen nach Strich und Faden. Tja. Leute. Das ist doch ein schönes Game-Design. Lieber würde ich Bubsy 3D zu 100% spielen, als dieses Garbage-Game hier zu spielen. Jesus Christ, was ist das für ein Spiel? Gott, ist das schlecht. Oh, einmal wieder erwischt. Mensch. In der Höhle kriegst du ihn nämlich. Schönes Axel trifft gar nicht. Ich möchte nicht mehr. Ich breche das Let's Play gleich ab, ey. So eine Scheiße. Jetzt mal ernsthaft. Wie kann man das geil finden? Wie kann man das hier geil finden? Er trifft nicht. Ich habe zu wenig Zauber dabei. Ohne Zauber keine Chance. Jetzt geht er wieder in seine beschissene Höhle. Gehe ich halt hier und fange ihn ab, damit ich ihn ein einziges Mal treffen kann. Oder auch nicht, weil er jetzt viel schneller geworden ist. Oh mein Gott, ist das ein Garbage-Game. Schlechteste Kingdom Hearts ever. Ich glaube, wenn man sich mit Chain of Memories mehr befasst, so hat Chain of Memories mehr Spaß. Zeit mittlerweile. Gott, ist das ein Scheißspiel. Gott, ist das ein beschissenes Kackgame. Oh mein Gott, warum muss man das so schlecht machen? Die Story ist so gut. Die Idee ist so gut.
Diese mit den Spielarten, die Umsetzung, die Missionen sind so beschissen billig und frustrierend. Es ist nicht witzig. Es ist nicht witzig. Yay, eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten, Kingdom Hearts Days. Willkommen zurück zu diesem Let's Play. Ihr könnt vorspulen, ich kann es nicht. Ich hasse dieses Spiel wie die Pest. Kann man das freiwillig spielen, ey? Das mache ich auch nur zur Liebe zu Kingdom Hearts. Gott, ist das ein Garbage-Game. Wirklich. Eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Gott, ist das ein Müllspiel. Guckt euch das an. Und kommt mir jetzt nicht mit Eiszauber oder so mitnehmen können. Ist einfach nur schlecht. Ändert nichts an der Tatsache, dass es hier schlecht ist. Ja, der ist auch zu schnell. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Einfach keine Lust mehr. Es ist verständlich, dass ich keine Lust mehr habe. Ja, das ist ein ganz tolles Spiel. Kingdom Hearts Days. Das heißt, so ein Tag zählt, bis es endlich durchgespielt ist. Der Dreck hier. Ich camp jetzt hier. Macht doch eh wieder seine Runden hier. Klappt gut. Klappt gut. Ja, so war die einzige Strategie. In die Höhle zu warten. Was ein tolles Spiel. Wirklich. Ja, und dann trifft er nicht. Weil der Gegner viel zu schnell ist. Lieber würde ich die Scheiße von der Kuh als chinesisches Buffet von verschiedenen Kühen essen, als sie Spiel zu spielen. Meine Fresse. Wirklich. Kann man so einen Piss programmieren und denken am Ende, ja, das ist ein gutes Spiel. Ja, das ist das, was man hier machen muss. Warten, bis er vorbeikommt. Zwei Hits landen, hat ja nur 500 Energieleisten. Ey, das ist so schlecht gemacht. Dass mir die Worte fehlen. Wirklich. Das kann auch niemand gut finden, sowas. Das war ganz im Ernst. Kann man so eine Scheiße gut finden? Ja, ach, fick dich, ganz ehrlich, ey. Drecksgame. Wirklich. So ein beschissenes Spiel. Danke. Ich werde erlöst. Zorn in die Truhen und tschüss. Wäre ich jetzt hier automatisch rausgekommen und hätte die Truhen nicht einsammeln dürfen, mein Zorn würde keine Grenzen mehr kennen. Als ob ich jetzt hier noch jemanden besiege. Nach all den Strapazen, nach all den Hass, nach all dem Leid. Da ist eine Schatztruhe. Die Frage ist, wo ist die andere Schatztruhe? Komponente C. Was war das für eine Mission? Das war ganz im Ernst. Das kann keiner gut finden. Entweder ihr fandet es jetzt super lustig, weil ich mich so aufrege und leide. Oder ihr schüttelt genauso mit dem Kopf. Diesen Dreck kann keiner gut finden. Das Spiel ist ein reiner Fiebertraum. Ich guck mal kurz, ob hier noch so ein Emblem oder so ist. Aber wir haben das da schon. Das Emblem. Manchmal sind nur zwei. Diesmal wohl nicht. Boah, was eine schlechte Mission. Jede Aggraber-Mission wirkt gut gegen diese Mission. Never again, please. Tschüss. 14 Minuten nur Scheiße. Cool. Final Elixier Rezept. Na gut. Und Feldfreigeber. Tag 226. Ja. Und jetzt kommt der beschissenste Boss der Videospielgeschichte. What? Erstmal gucken wir bei ihm hier.
Freddy war. Sowas von. Level up. Sowas von. Wollte ich gleich gucken. Quadraspruch. What the? Okay. Aber Dings gibt er mir nicht, ne? Irgendwie Sportsfreund Plus oder so. Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Habe ich schon ja Pleite? Nicht ganz. Ja, hier müssen wir gucken. Ring des Regens, Blitzabschluss. Oh, der wäre gut gewesen. Oh nee, der wäre gut gewesen. Das wäre mein nächstes Ziel. Dass wir den kaufen. Aber irgendwie schneller gleiten zu können, wäre jetzt auch sinnvoll. Und wir kommen noch im Feld freigeben. Aurora dreimal und das war's wieder. Nehmen wir mit. Schmieden. Was Neues schmieden. Final Elixier, ja. Ist nett? Mach ich auch nicht. Autorolle. Automatisches Ausweichen ist manchmal möglich. Ist gut, oder? Habe ich den schon im perfekten Block? Ja. Block runter, den wollte ich. Den kriege ich halt nicht. Starke Magie, große Kombo-Reichweite. Fehlt halt noch so vielen, Leute. Es ist nicht witzig, was das Doppelring. Erfahrungsboost. Ja. Windwiderstand, Wasserwiderstand, Magieschutz. C4 ist auch nicht schlecht. Widerstand gegen alle Elemente. Holen wir uns die Autorolle. Das klingt nämlich nicht schlecht. Ja, dann rüsten wir alles aus und jetzt kommt wahrscheinlich Leech Grave. Ich hoffe es zwar nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon kommt. Und wenn ja, möge Gott mich segnen. Wo ist denn die Rolle? Ach, da. Rollattacke. Brauche ich nicht. Rollattacke habe ich eh nicht benutzt. Wo ist überhaupt unser Block? Perfekter Block wäre auch nicht schlecht. Hier, Gleiter. Oh yeah. Charmeur. Besserer Charmeur. Oh nee. Ich kann Platz für, ne? Muss warten. Fehlt noch ein Feldfreigeber. Wo ist denn überhaupt unser Block? Das ist so fucking unübersichtlich. So bestimmt besser als das. So. Perfekter Block. Okay. Damit lässt sich doch arbeiten. Stimmt, ich habe noch den Vierfach-Zauberspruch. Wie sieht der denn aus? Ach, auch so. Ha. Ja, da fehlen noch ein paar Feldfreigeber. Ich meine, ich könnte jetzt hier puzzeln. Und dann würde ich das irgendwie hinkriegen, aber... Ha. Warten wir da mal noch. Okay, ja, jetzt beginnt meine Hinrichtung. Oh nein. Ist das jetzt wirklich Leech Grave? Wenn ja, brauche ich ganz viel Elixier. Vierte Part wieder demonetarisiert wegen This is Halloween, this is Halloween. Zwei
freie Sprüche wieder, ja. Hi, Äther. Zweimal Hi, Äther. Ich hoffe, es reicht. Hui, Witzi. Besiege den Trägergeist. Ich hab Angst. Ganz viel Angst. In Halloween Town ist ein Trägergeist aufgetaucht. Finde sie ihn. Nimm die auf für Schneekristall in Acht. Ist der aber, glaube ich, nicht. Ist der nicht? Lichgrave kommt noch nicht. Thank God. Ich bin demonetarisiert. Whatever. Ich sollte mich beeilen, damit ich wieder nach Hause kann. Ah! Die blöden Männer wieder. Wieder erwischt. Bloß weg von hier! Wohin? Zu unserem Geheimversteck. Ah, diese Kinder gehen mir ganz schön auf die Nerven. Und was hat es mit diesem Geheimversteck auf sich? Was verstecken sie? Ja, ihr könnt gerne an dieser Stelle das Video mit einem Daumen hoch unterstützen und natürlich den Kanal abonnieren oder falls euch ich Donation machen oder so. Dafür, dass es halt nicht monetarisiert werden kann wegen This is Halloween. Danke Tim Burton oder wer auch immer da die Rechte hat. Naja. Whatever. It is how it is. Nee, es ist noch nicht Lichgrave. Gut, hätte ich die Äther und so jetzt nicht mitnehmen müssen. Oh, Jack, ich bin gerade mit den Sachen fertig, um die du mich gebeten hast, hier drüben. Ein blauer Kürbis. Danke, Doktor. Das wird garantiert ein unvergessliches Halloween. Zweifellos, du bist dies ja in guter Form. Ich hab mich einfach von meiner Umwelt inspirieren lassen. Sehr gut. Ein waches Auge für die Umgebung ist wichtig für einen Erfinder. Da fällt mir ein. Hast du bei Kunden Ugis drei üble Belger gesehen? Sollen was in den Vororten vorhaben? Hast du eine Ahnung, was dieser sein könnte? Keinen blassen Schimmer. Sally meinte, sie hätte sie neulich gesehen. Ach was, das muss sie sich eingebildet haben. Sie war schon immer eine richtige Schwarzseherin. Sei nicht die, beschwören jetzt Lichgrave. Was ist das denn mit dem blauen Kürbis aus dem Bomben? Okay. Okay. Mega Schatten durch. Die sind auch nicht mehr stark. Zum Glück. Acht Schatztruhen, das ist eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage, na gut. Augen auf, im Straßenverkehr oder so ähnlich. Lohnt sich ja gar nicht, dich zu besiegen, ne? Eigentlich nicht. Aber ich will mich hier oben schauen, nicht, dass hier nur eine Schatztruhe ist. Da oben ist nämlich ein Abzeichen, das hätte ich auch sonst nicht gesehen. Hätte ich einfach nur durchgespeedert. Ja, und das Gleiten ist schnell geworden. Es wird wichtig für Dust Flyer. Da müsst ihr nämlich schnell gleiten. Guillotine, ne? Roxas Bock. Er wird dann gleich den Kopf verlieren. Oh Gott, sechs Schatztruhen noch. Puh. Ich erinnere mich ja, dass die Welt sehr groß ist. Kingdom Hearts Days. Halten sie mich treu, ne? Na, mal schauen. Wir werden schon noch alles finden, hoffe ich. Entschuldigt den komischen Blick, aber ich habe Angst, dass da noch ein Tool war. Naja, wir werden es noch sehen, hoffe ich. Oh Gott, sind die doof. Das machen wir so. Ihr wisst, mit denen habe ich immer so meine Probleme. Ich habe auch overpowered. Guck mal, was ist das denn? Und dann machen sie einen auch noch blind. Ich weiß, wie das man mit den blauen Dingern hier. Na, ihr wollt zu mir? Ihr wollt zu mir, ne? Bäm! Geil. Danke, Jack.
Jack Skellington, der die Scheiße hier aufgestellt hat. Ich überlege jetzt echt hier einen Desperation Move zu gehen, ja. Wirklich. Ja. Weil damit sind die ein Klacks. Was ist denn viel? Wow, da leckt sogar der 3DS. Das ist unsere neue Power. Die Sykes uns gegeben hat. Oh, Jesus Christ, das sind aber Gegner, das sage ich euch. Wieso kommen denn so viele hiervon? Die sind voll stark. Ich glaube, voll egal, ist dafür gut. Bäm, ja, was? Flächenzauber ist in dem Spiel. Sehr schön. Habe ich leider nur einmal. Die Rohra könnten wir auch gerne noch mal verwenden. Bämst du bäm und dich besiege ich so. Ja. Puh. Das war nicht witzig. Jetzt habe ich nicht gesehen, was wir bekommen haben. Toll, ne? Truhe ist weg. Und ich habe nicht gesehen, was wir bekommen haben. Fantastic. Ist das überhaupt richtig? Na, kommt wieder ein Mega-Schatten durch. Und erstmal eine mega fette Truhe. Silber. Noch mehr Silber. Ja, gut. Die müssen wir anzünden, das kennen wir ja. Oder auch nicht. Kann die Laternen bestimmt anzünden. Ja, mach es doch. Danke. Hat das eben nicht geklappt? Kann man natürlich auch so anzünden, wenn man kein Feuer zaubert. Muss ja auch so gehen. Und das war manuell. Ja. Sesam, öffne dich. Es geht halt schneller als mit den blöden Kürbissen. Die mag doch niemand, die Kürbisse. Da war es jetzt aufgegangen. Hier, ne? Na, mehr Schatzkisten. Eine fehlt noch. Und hier ist sie. Guck, wenn man sich gut umschaut, ist das kein Problem. Ist auch ein komischer Bereich hier. Du bist der Boss. Süß. Ich glaube nicht, dass du gefährlich bist. Das ist eine große Version von dem. Uff, oder? Guck mal, wie viel Schaden. Na, okay, Feuer kannst du vergessen. Oh, da kann das, glaube ich, auch. Mein Gefühl, kein Schaden, ne? Es ist Kingdom Hearts Days. Das Spiel, wo man keinen Damage macht. Boah, und der hat so viel Lebensenergie. Oh, man kann den scheinbar nicht anzaubern. Ja, ein Zauber teleportiert er sich weg. Oh, doch. War nur unlucky. Er ist nicht schwer, der hält nur viel zu viel aus. Was ist das denn, ey? Hält viel zu viel aus. Jetzt mit Feuer vielleicht. Ja, der kann ja gar nichts. Ja, literally gar nichts. Das ist der einfachste Boss aller Zeiten. Ja, Frost. Leider brennt er nicht. Probieren wir es nochmal. Leider brennt er nicht. Ah, so was. Feuerer, das muss ich mal rausmachen. Das trifft ja eh nie. Ist ja so schlecht. Hat nichts gemacht, ne? Na doch, er hat irgendwie Blitzschaden oder so. Weiß nicht, was das ist. She's paralyzed. Das ist ein unnötiger Fight. Zählt mal bitte die Lebensenergie. Mini-Usora. Was ein unnötiger Fight. Heute Missionen sind wieder zum Wegschmeißen. Wirklich. Damit wäre die Mission erledigt. Kehren wir zum Schloss zurück. Oh. Backtracking the video game. Na gut.
falls man es vergessen hat. Oh, nein, das Leechgrave. Diese Wichser haben den belebt. Die sind schuld. Da ist der infamous Boss, den alle Kingdom Hearts-Spieler und Spielerinnen hassen. Leechgrave, euer schwersten Boss vor allen Kingdom Hearts-Zahlen. Wenn er so kommt, möge Gott mich segnen, wirklich. Boah, ist der schwer. Einer der allerschlimmsten. Und da brauchst du wirklich die Feuerzauber, sonst kannst du einpacken. Ohne Feuerzauber unschaffbar. Noch ungefähr 30 Stück oder so. Gucken, wie ich das anstelle. Da habe ich wirklich damals gestruggelt. Da wollte ich das Spiel aus dem Fenster schmeißen. Mittlerweile weiß ich ja ungefähr, wie der geht. Ich habe trotzdem übelst Angst und Respekt vor Leechgrave. Oh nein. Kommt er jetzt doch? Hä? Oh nein, er kommt jetzt doch, oder was? Nee. Ist nur ein Arm. Parasitenspross. Ja, ja. Die besiegt man eigentlich mit Feuer, aber haben wir ja nicht mehr. Oh nein, Leute. Die Kiddies sind schuld. Komponente C. Hör bitte weg hier. Ich will kein Leechgrave-Fight, bitte. Was war das? Was soll ich erzählen, dass Sykes? Ja? Ich hoffe, Sykes befördert uns, damit wir noch mehr Upgrades bekommen. Herr Leechgrave ist ein kleines Stück Scheiße. Willst du ja kein Eis? Shion. Oh, entschuldige, Schatz, ich bin einfach nur müde. Willst du dich hinsetzen? Nein, ich gehe los. Bis später. Okay. Ja, ganz alleine. Hey, Echse. Wo ist Shion? Sie ist gegangen. Hm. Sie verhält sich in letzter Zeit seltsam, findest du nicht? Vielleicht geht es ihr nicht gut. Doch, doch, der sagt es nicht immer. Wenn du meinst. Ich hoffe, wir bekommen bald wieder Urlaub. Wir können einen Ausflug zum Strand vertragen. Stimmt. Nein, nein. Wo ist das? Hab's. Shion, die Hackerin. Ja, was ist los mit ihr in letzter Zeit? Das ist alles ein bisschen komisch. Feldfreigeber. Yeah. Cool. Diamant, Schildtech Plus, Chromatech. Ich glaube, wir können wieder was schmieden. Der längste Tag, 255. I sent Axel to Castle Oblivion last night to help expedite the matter we spoke of. I also instructed him to clear out our facilities there. He should return soon. And what of Namine? Still missing, sir. Ha ha! Where oh where could she be? Why, Zigbar. Almost sounds as though you know. Continue. Somebody accessed our main computer without authorization. And you expect us to believe you really don't know who it was? As if. Little Poppet is turning into a problem. Nonsense. I see no problem whatsoever. Ha ha!
Well, no, apparently you don't. Something you find amusing? The things you hear from a guy with no heart. No matter what unfolds, our plans remain unchanged. Axel, Roxas, and Shion will play the respective roles that Kingdom Hearts has given them. But sir, Shion... Leave it be. How can you not see how perfect this is? In truth, this is more than perfect. Shion is marching right into the arms of destiny, but to destiny's own time. We need not take any more steps. All we must do is watch with caution and patience. This is the last you'll ever see of these walls, Shion. Axel, what are you doing here? I'm just here on orders, that's all. There's nothing for you to see here. Lies! This is the place I come from, I just know it! What about your mission? Don't be selfish. Or else they'll turn me into a dusk? They'll do worse than turn you into a dusk. They'll just destroy you. And is that because I'm useless? That's not it. Shion, go home. I'm remembering things. I have memories of back when I was a human. Well, stop remembering. Nothing good will come of it. I have dreams every night, and you're in those dreams, Axel. Then they sure aren't memories. How can I be a part of your past? They're just dreams, that's all. You can't fool me! We've met before, Axel, right here in this castle! No, we have not. Let's go home, Shion. Don't keep Roxas waiting. Please, Axel. You've got to help me. I need to know who I am. Stop! Stay out of there, Shion! Oh, oh, die Story nimmt Fahrtwind auf, Leute. Shion geht riot. Macht, was sie will. Macht, was sie für richtig hält. Neugier kann ich ja verstehen, aber ich glaube, die Neugier wird zu ihrem Ende führen. Irgendwas stimmt nicht. Okay, jetzt mache ich mir richtig Sorgen um Shion. Ich habe Axel davon erzählt, aber er meinte bloß, sie würde schon darüber hinwegkommen. Wer weiß, dass etwas nicht stimmt. Ich glaube, er hat das nur gesagt, um mich zu beruhigen. Funktioniert aber nicht. Nee, Roxas, das kann ich verstehen, so. Sprech mal noch mit den Leuten und den, was, auch wieder? Ziemlich lang wegen Cutscenes gewonnene Part. Zeit für ein Spiel, wir brechen auf, soweit du bereit bist. Echt, müssen wir mit Luxord wieder ausmachen? Cool. Weil dann geht's eigentlich mit einer Alice im Wunderland und das ist nicht so cool. Guck dir meine Waren an, guck mal. Kaufen. Wir haben immer noch nicht genug Cash. Magie Stufe 3. Ja, nee, ich spare da lieber erstmal. So viel Magie-Sachen noch und die kann ich eh nicht alle verwenden. Schmieden. Widerstand gegen alle Elemente verlockend. Genau wie der hier. Sehr verlockend. Temp-Mod.
Fehlt nur eine Komponente C. Die könnte was sein für mich. Farmmod ist sehr magisch, das brauchen wir gar nicht. Champ-Mod will ich haben, Leute. Was ist das? Ich will die haben. Na gut, dann kommt eh Champ-Mod Plus und dann ist es eh wieder Kacke. Oh Gott, was ist denn das hier alles? Ach, von hinten. Ah, Rundum-Block wie Rico. Ist nicht schlecht. Ach du Scheiße, was gibt's denn jetzt hier alles? Ich glaube, dir schnell vom Putzwurm aus anzugreifen. Klingt gut. Aber da müssen wir Adamantit für opfern. How about no? Ja, das mit den Schmieden wäre nur böse. Ich warte damit noch. Leute, ich warte damit noch. Okay. Ja, das mit den Tafeln mache ich offscreen apart. Ist eh schon lang genug. Tag 255. Könnt ihr euch denken, was der letzte Tag ist, ne? Nur noch ungefähr 100 Tage. Uff. Gut, ihr Lieben. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich habe immer nur Angst vor Leechgrave. Tag wird kommen, wenn Leechgrave kommt. Oh Gott. Naja. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken, da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!